Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung in das Programmieren. Wir sind jetzt hier bei der 13. Lektion schon angelangt. Wir wollen uns da die beiden Begriffe nochmal Programm und Programmieren anschauen. Ein Programm, habe ich hier hingeschrieben, ist die Formulierung eines Algorithmus in einer Programmiersprache. Das heißt, ein Algorithmus dient ja dazu, dass wir ein Problem lösen können. So ein Algorithmus denke ich mir aus. Und das Programm, welches ich eben dann in den Editor eintippe, ist dann dementsprechend dann das Programm. Das muss in einer Programmiersprache gemacht werden. Das heißt, in einer normierten Sprache ist also genau vorgegeben, welche Bedeutung ein bestimmter Befehl, eine bestimmte Anweisung, wie zum Beispiel Print hat. Print hat zum Beispiel in einer Programmiersprache wie Small Basic die Wirkung, dass etwas ausgegeben wird am Bildschirm. Und das Programmieren selber ist eben das Aufschreiben eines Algorithmus in einer Programmiersprache. Das heißt, ich programmiere, das hier in diesem Ablaufbild nochmal zeige. Ich schreibe hier einen Algorithmus zusammen und das Hineinschreiben in den Edit, das lässt sich dann das Programmieren. Das heißt, das immer wieder hineinschreiben, immer wieder verbessern des Algorithmus, draufkommen, ob es irgendwelche Fehler gibt in meinem Algorithmus, das wäre das dementsprechende Programmieren. Und das Ergebnis dann letztlich, ja, das Ergebnis meines Programmierens ist dann das fertige Programm, das dann vom Computer verstanden wird, weil es vorher noch kompiliert wurde, also übersetzt wurde in eine Folge von Nullen und Einsen. Soweit also zu den Begriffen Programm und Programmieren.